Was? Oh, Walter, hab dich gar nicht gesehen. War keine Absicht. Du brauchst wohl eine Brille und richtig werfen kannst du auch nicht. Ja. Hergeschaut und aufgepasst. Jetzt kommt Walters Superwiesenwurf. Angeber. Und Turbo. Autsch. Oh, meine Brille. Autsch. Kannst du ohne Brille überhaupt was sehen? Klar. Ich hab auch ohne Brille den Durchblick. Hey, sie liegt da drüben bei Willi. Hallo, siehst du mich? Ja, na klar. Wenn du sie gar nicht brauchst, darf ich sie mir mal ausleihen. Oh nein, was willst du denn damit? Gib mir meine Brille. Du brauchst doch gar keine Brille. Doch, ich will auch mal den Durchblick haben wie Walter. Durchblick? Dazu braucht man Köpfchen, keine Brille. Ich glaube, Walter braucht seine Brille wirklich. Er sieht nichts mehr. Glaub ihr kein Wort? Ich sehe alles. Walter! Willi, bist du es? Jojo, du siehst also alles. Du bist vielleicht ein Angeber. Meine Augen verfolgen dich bis ans Ende der Wiese. Warte, Walter. Willi fliegt bestimmt zum Stock. Halt, Fliege! Was willst du hier? Na ja, wir suchen eine Biene mit Brille. Im Bienenstock? Ich höre wohl nicht richtig. Dann wartest du draußen und ich hole deine Brille. Darf ich dann auch mal durchgucken? Ja? Wenn's sein muss. Da bist du ja. Du siehst aber lustig aus. Kann ich auch mal durchgucken? Hey! Nein, die gebe ich nicht her. Ich sehe nämlich alles doppelt. Doppelter Honig, doppelter Pollen. Die Brille sollte Frau Cassandra aufsetzen. Wenn ich dann einen Topf Nektar gesammelt habe, sieht sie gleich zwei und denkt, ich habe doppelt so viel geschuftet. Aus dem Weg, Bienenjunge. Jetzt will ich auch mal. Ja, gleich. Bitte noch ein kleines bisschen. Hey, pass auf, wo du hinfliegst! Die Brille! Tollpatsch! Da unten ist sie! Oh nein! Rein ins Bienenharz! Oh nein! Nicht! Das Harz ist gerade so schön flüssig. Ich muss diese Wabe fertig machen. Hey, mein Bienenharz! Wir bringen es gleich wieder zurück! Da draußen ist es zu kalt!